Hallihallo, liebe Freunde der geneigten Battletech-Roboter-Spaßfreunde, Computerspiel, whatever, wie ihr euch bezeichnet. Ja, langsam geht's ja dem Ende zu, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber wir sind jetzt schon im letzten Sektor und es fehlen wahrscheinlich noch zwei, drei Missionen. Wir gucken mal rein, was wir jetzt machen müssen. This is a standard patrol mission. Visit each waypoint and destroy any cybrids you encounter. Ja, eine Razor-Mission. Natürlich machen wir die auch mit dem Razor. Aha, das sieht spannend aus. Da ist ein Mondkrater und da ist noch ein Mondkrater. Müssen wir alles zerstören, was es zu zerstören gibt. Und ein Razor, natürlich. Mit ECM-Kapsel hat er sowas hier. Warum hat ein Razor eigentlich Beinservos? Muss man nicht verstehen, ha? Hm? Schildkapsel. Nee, eine elektronische Gegenmaßnahme und dann Feuer frei. Radarblockierung aktiviert. Ja, habe ich doch schon was gesehen hier drüben. Zu langsam. Ich könnte aber auch selber mal ein bisschen vom Gas geben. Moment, wie ging denn das hier eigentlich? Plus. Ach so, hier. Jetzt habe ich auf die falsche Anzeige geguckt. So. Razor-Missionen sind mir am liebsten. Weil man da so schön von oben... Ah, ich habe das schon oft genug erzählt. Schön von oben mal so zack reinfliegen und... So, was haben wir dort hinten? In Ramses, den werden wir uns zuerst vornehmen, weil der Horschposten, der wehrt sich ja nicht. Langsamer Anflug. Und zack. So, jetzt fliegen wir die Runde, dass wir auch hier auf den Horschposten noch gehen können. Oder hinten ist auch noch irgendwas. Ich glaube, hier gibt es viel zu tun in dem Level. Und jetzt Gas geben. Dort hinten haben wir noch einen, zwei Türme. Reicht das schon, oder? Ui, hochziehen. Oh! Noch was, meine Güte. Ist das Ding jetzt kaputt gegangen, oder? Kleine Kurve fliegen. Nö. So, dann gab es doch hier hinten noch irgendwo welche auf der anderen Seite von dem Tal oder von diesem Mondkrater, wie auch immer man ihr das nennen wollt. Schön langsamer Anflug. Na, jetzt. Was? Oh, 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 jetzt wird es aber hier eng mit der Geschwindigkeit. Oh. Oh, ich muss abdrehen. Oh, hier ist mein Zeitlupe dran vorbeigeflogen. Okay, jetzt haben wir das Ding anderweitig zerstört. Hoffe ich jedenfalls. Ja, der ist kaputt. Und dann gab es aber hinten noch irgendwas. Ist natürlich blöd, dass jetzt an die... Waffen so ungleichmäßig nachladen. Sieht man das Gelumpe alles auf der Karte? Nee, scheinbar nicht.
Das heißt, wir können ja wirklich nur alles abfliegen. Die sind schon kaputt dort, so wie ich das deute. Und dann waren die aber hier hinten noch ein paar andere. Da unten sind sie. Schön tief Anflug. Und zerstört. Ja, da werden wir noch beschossen von hinten, aber ist mir jetzt egal. So, den anderen machen wir natürlich auch. Da sind schon wieder welche. Ach, hier bist du nur am Schleifen fliegen. Aber vielleicht geht das besser, wenn man das halt hier nicht verbindet. Dass immer der schießt, der gerade Power hat. Müssen wir mal ausprobieren. So, jetzt können wir noch eine Gas geben hier. Oder auch nicht. Da hinten ist wieder Action angesagt. Mit vier Stück lustiger Türme. Nehmen wir uns mal den Äußeren hier zuerst vor. Was? Oh, es sind noch mehr. Uiuiuiui. Ich bin weg. Oh, hinten ist noch einer. Wo ich schon war, ja, hab ich dort hinten welche übersehen. Ach, dort hinten sind noch zwei. Wie konnte das denn passieren, dass ich die übersehe? Naja, müssen wir das mal nachholen. Obwohl das Schild immer noch nicht so ganz. Stört beide, oder? Ja. So. Und jetzt gehen wir wieder auf Kurs. Achso, jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, dass der bloß wieder hier Unsinn macht. Das will ich natürlich nicht. So, jetzt fliegen wir mal die Runde hier an. Ui, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt hier selber nicht total zerstören, wenn wir hier so kamikaze-mäßig fliegen. Da ist Vorsicht geboten. Da ist Vorsicht geboten, so ein bisschen bremsen. Dass wir mit einer scharfen Kurve auf Kurs kommen. Hallo, was geht ab? Feindliches Ziel zerstört. Oh. Ach, so richtig klappt das hier nicht. Oh, da hinten sind schon die nächsten Türme. Oh Gott. Ich hätte wahrscheinlich doch eher irgendwie sowas wie eine Energiekapsel mitnehmen sollen. Richtiges Hin und Her jetzt.
Wegmarkierung erreicht. Schutzschild kritisch. Eieiei. Wie war die Mission? Durchbrechen Sie die Verteidigung. Ja, das haben wir jetzt schon gemacht, aber wir müssen jetzt aber dann auch mal so langsam. Also den Checkpoint haben wir jetzt schon abgeflogen. Jetzt haben wir nur noch dort den einen Turm. Ich habe auch noch Raketenwerfer. Warum setzt denn der die eigentlich nicht ein? Könnte man doch eigentlich auch mal probieren. Feindliches Ziel zerstört. So einfach. Man muss es sich ja nicht unnötig kompliziert machen. Einer mit dem Raketenwerfer drauf und das war's. Könnte man hier natürlich auch dann wieder machen. Reicht das? Ja. Feindliches Ziel zerstört. So einfach halt, ne? Wie schon gesagt. So, schauen wir mal. Und dann haben wir da zwei Gegner auf der Karte. Ich fliege aber erst einmal hier eine Runde. Hier hinten sind auch noch solche Türme. Denke ich mal, da können wir es wieder mit der gleichen Taktik probieren. Feindliches Ziel zerstört. Ah, es hat natürlich auch unnötig die Plasma rausgehauen. Aber gut. So, hier unten haben wir noch eine Siedlung bzw. eine Basis von den Gegnern. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Erstmal dort unten. Ne, ich würde gerne erstmal hier auf die beiden Perks gehen, die hier unten rumlaufen. Einmal ein Ramses, jetzt schön von hinten. Und jetzt. Feindliches Ziel zerstört. Gas geben. Dann nehmen wir auf dem Weg nochmal hier unsere beiden Geschütztürme mit, die wir hier noch finden, mit unserem tollen Raketentrick. Feindliches Ziel zerstört. Feindliches Ziel zerstört. Okay, das ist doch alles viel einfacher hier. Mensch. Und dann haben wir noch einen Mirimac. Hatten wir den überhaupt schon mal hier im Let's Play? Glaube ich nicht, hä? Oder? Vielleicht jemand ganz früh mal. Pitbulls müsste es hier oben geben. Das wäre cool. Ziel zerstört. Aber ich glaube, das war so von den Entwicklern nicht vorgesehen, dass es sowas gibt. So, hier vorne eine Raffinerie. Ich glaube, das wird auch mit dem Raketentrick. Nö. Da brauche ich doch mehr Raketen. Hallo, na, wie geht's? Feindliches Ziel zerstört. Stellkurve fliegen auf den anderen Turm. Oh, verschwendet die Raketen. Nein, das kann nicht sein. Jetzt muss ich doch gleich schon eine halbe Runde fliegen hier. Und werde von hinten noch beschossen. Wir müssen bremsen. Sie nähern sich dem Rand des Ja, ich fliege doch wieder zurück, Mensch. Heul nicht rum, Alter. Immer dieses Rumgefänze hier. Die Flügel haben das Einsatzgebiet. So, bang und. Was? Feindliches Ziel jetzt. Danke, die Plasma hätte ich ja eigentlich hier unten noch für die Gebäude gebraucht. Schön, dass du die einfach so rausgeschmissen hast. Na. So, das wäre auch zerstört dann. Jetzt haben wir aber im Moment nichts zum drauf schießen, oder? Oh. Eine Fabrik. Status kritisch. Oh, gibt es gerade einen kleinen Grafikbug hier. Ihr seht es vielleicht bei der Anzeige.
gucken, ob es hier noch irgendwo Geschütztürme gibt, die man vielleicht nochmal schnell mit Raketen nieder hier hinten. Das müssten eigentlich dann so die letzten zwei sein. Kann ich eigentlich nur mit Raketen schießen? Ja. Dann verschwende ich nämlich die anderen Waffen nicht. So einfach gelöst. Und jetzt kümmern wir uns um den Rest. Können wir erstmal unsere Raketen leer machen. So, und jetzt müssen wir mit dem Rest, mit unseren restlichen Waffen vorlieb nehmen, die wir noch haben. Aber es ist ja in Ordnung. Die eine Fabrik hatten wir ja gerade schon zerstört. Kritisch. Und jetzt noch die andere. Ist ohne Plasma raus und müsste das erledigt sein, genau. Dann haben wir aber irgendwo noch zwei, drei. Hier unten ist noch so ein Nachschubtransporter gewesen, würde ich mal sagen. Genau. Und dann hier oben noch diese eine Bude, die ja noch so halbfertig rumstand. War ja doch noch irgendwo was gewesen. Scheinbar nicht. Oder wie stellt ihr euch das jetzt vor? Das wird jetzt hier eine der längeren Acid-Folgen, so wie das aussieht. 16 Minuten, dann geht die Mission schon fast 17 Minuten. Ach, hier hinten war das doch, glaube ich, oder? Hier, komm, Ziel ist an. Komm, jetzt Plasma drauf. Immer noch kritisch. Oh Mann, Leute. Was habt ihr euch hier nur ausgedacht? Raus beschleunigen, enge Kurve ziehen. So, jetzt müsste es auch gewesen sein. Genau. Bingo. Excellent op, Soldier. I wish we had more pilots like you. Danke, danke. Jo, ist uns irgendwas kaputt gegangen? Ich glaube nicht, ja. Wir hatten bloß einen kleinen Schaden, oder? Nö, ja, alles noch da. Können wir getrost speichern. Und ja, jetzt habe ich schon wieder ein paar Folgen aufgenommen. Guck mal in die nächste Mission rein, so als kleiner, wie sagt man, Teaser. This is a standard patrol mission. Visit each waypoint and destroy any cybrids you encounter. Schweizer Käse. Schön löchrig. Bild Zickzack-Kurs. Ein Razor wird empfohlen. Aber die Mission machen wir jetzt nicht. Die kommen in der nächsten Folge dran. Als kleinen Cliffhanger habe ich das jetzt schon mal gezeigt. Und ich sage einfach mal danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.